Ich habe ja schon so ein bisschen damit angefangen, so ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, wie die Reichweite ist, und zu gucken, worauf die Leute reagieren. Und jetzt gestern auch das Event-Video veröffentlicht auf LinkedIn direkt. Und das hat auch gut Aufrufe. 0,1% Reichweite, glaube ich, habe ich im Schnitt. Was auch Leute wie Gary haben in etwa. Ich habe ein paar Beiträge angeguckt. Dafür aber noch nicht so viel Interaktion, weil wir einfach noch nicht so viel Masse haben und so weiter und so fort. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern. Was habe ich da vor? Artikel, Beiträge und Kommentare. Artikel werden am seltensten passieren, wahrscheinlich so 4 im Monat. Beiträge 10, eigentlich mindestens 10. Da können wir aus LinkedIn, aus Instagram hoffentlich einiges rausziehen. Und ich gucke, wie ich den Rest verwurstet bekomme. Und Kommentare. Kommentare wird auch interessant, weil ich dann deutlich mehr Content lesen muss. Und mir tatsächlich so eine Zeit blockieren muss, irgendwie täglich. Sieht aktuell eher danach aus, und dann ist der Exkurs wieder zu Ende, dass ich, und so habe ich es letzte Woche gemacht und vor ein paar Wochen schon mal, und das hat richtig gut funktioniert, dass ich mir eine Nein-Woche einführe. Und in der Nein-Woche mache ich meinen Kram. Da mache ich das, was liegen geblieben ist, da sind offene Postlisten und was weiß ich, was für ein Scheiß, der halt vom Tisch muss. Und da sage ich halt Nein. Nein zu, hast du mal 5 Minuten? Nein zu Termin heute? Nein zu, hier sind die 20 Euro, die ich dir schulde. Nein, danke. Hier sind die 10 Euro, die ich dir noch schulde und so weiter und so fort. Und dann kann ich meinen Scheiß abarbeiten. So ist es aktuell, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mir eine Zeit blockieren muss. Ne? Oh. Ja? Dass ich mir eine Zeit blockieren muss, weil ich werde irgendwie 100 Artikel pro Monat lesen jetzt. Das ist nicht so viel, ich werde mir die kürzeren raussuchen auf jeden Fall. Oder hoffentlich auch viele Posts, die keinen Link haben. Das heißt, wo man ein bisschen weniger lesen muss, in Diskussionen einstellen zu können. Ich weiß ja noch gar nicht, was zum Rattenschwanz nach sich ziehen wird, weil ja ein Kommentar wieder hervorrufen kann und so weiter. Und also Diskussionen entstehen können, und dann ist die Frage, wie viele Diskussionen entstehen. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall in den Semesterferien vorbereiten. In den Semesterferien? In meinem Urlaub vorbereiten und angehen. Und ab der ersten Maiwoche, in der ersten Maiwoche werde ich halt 2 bis 3 Beiträge und einen Artikel veröffentlichen und schon mal 20 bis 30 Beiträge, Artikel, Postings, was auch immer, kommentieren und versuchen, in Diskussionen einzusteigen. Und ich glaube, dass wenn ich das dieses Jahr durchziehe, also ich glaube, dass das einen ganz anderen Effekt haben wird als YouTube, das, was wir machen. YouTube ist so viel langsamer, und ich glaube, es wird auch immer langsamer. Und LinkedIn ist so schnell und wird gerade immer schneller. Und wenn du da jetzt volle Kanne reingehst, wird das am Ende des Jahres, ich kann mir echt vorstellen, dass wir dann Artikel haben, die echt Tausende von Aufrufen haben, die echt zig Kommentare haben, weil wir eine extrem große Reichweite geschaffen haben und dann der Content natürlich auch gut sein muss. Aber solange der Content gut ist, die Reichweite wird kommen, wenn man konsequent dran bleibt. Und ich muss auch so diese ganzen Tipps, wie sie Gary und Co. haben, noch berücksichtigen, weil ich habe, und das hat, ich glaube, Manni auch letztens angesprochen, wir dürfen nicht alle immer unsere Firmenprofile in der E-Mail-Signatur haben. Also bei mir ist ja eigentlich viel wichtiger, wenn ich mein LinkedIn-Profil in der E-Mail-Signatur habe und nicht unseren Firmen-Instagram-Account. Das können andere wiederum haben und so weiter. Jeder seine Prioritäten hat, und dass Manni auch seinen privaten
LinkedIn-Link mit aufnimmt. Solche Sachen und viel aktiver das Ganze halt angehen. Ja, und deswegen wird es so eine Art von Publishing, also eine Content-Strategie geben. Die besteht zum einen aus selbstgeneriertem Content, zum anderen aus dem YouTube-Content und wieder aus den Inhalten, die du für Instagram vorbereitest. Und das sollte reichen, um dieses Jahr eine echt fette Reichweite zu schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir echt 100.000 Follower hinkriegen auch auf meinem Profil. Ja. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel auch, wenn man es quantitativ betrachtet, was ein dummes Ziel ist. Weil das Ziel sollte eigentlich sein, einen gewissen Effekt zu definieren. Aber dieser Effekt, der ist halt irgendwie so ein Bauchgefühlseffekt gerade. Es ist immer viel einfacher zu sagen, ich will 1.000 oder 10.000 von irgendwas haben, anstatt zu definieren, ich will dieses Jahr einen dazu beitragen, dass House of Yass einen fetten Neukunden gewinnt über diese Maßnahmen, die ich fahre, oder für fette Neukunden. Darüber werde ich mir Gedanken machen. LinkedIn.